Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Witcher, wo mir Saskia die Tür vor der Fresse zu. Nicht jetzt, Hexer. Nicht zuknallt, sondern aufknallt. Und wir die Nächte. Nein, mir scheint nein. Okay, und weiter. So. Jovert wusste das. Da ist Soltan. Was ist inzwischen geschehen, Soltan? Der Spaß fängt erst richtig an. Hirte Hänsel treibt sein ganzes Vieh hierher. Wir werden es schaffen. War das alles? Ach nein, wir haben zwei Überraschungsgäste. Nämlich? Trolle, das heißt ein Troll und eine Trollin. Hässlich wie Scheiße nach dem Winter, aber Möpse hat sie. Du hättest sehen sollen, wie unsere Leute geglotzt haben, als diese beiden Ungetüme in den Hof kamen. Warum wollen sie uns helfen? Haben sie das gesagt? Hexermensch gut. Feind von Hexermensch, Feind von Troll. Ich kenne die beiden. Sie könnten sehr nützlich sein. Gut. Außerdem wollen wir ein Land ohne Vorurteile schaffen. Als wir erfuhren, dass Hänsel selbst den Angriff führt, rutschte uns die Moral in den Keller. Soltan, sag ihnen, wenn sie aufhören, an den Sieg zu glauben, können sie auch gleich mit weißen Fahnen wedeln. Hab ich ja, aber sie gucken wie begossene Pudel. Ruf die Verteidiger zusammen, Soltan. Warum schweigt ihr? Ihr solltet euch freuen. König Hänsel persönlich will uns beehren. Wir werden alle sterben. Wir können sie nicht abwehren. Hänsel ist unbesiegbar. Wir werden nicht gegen Knechte, sondern gegen den König kämpfen. Und er wird unseren Sieg anerkennen müssen. Wovon träumt man als Soldat, wenn nicht davon? Oder habt ihr etwa Angst zu kämpfen? Wollt ihr die weiße Fahne hissen? Das ist ganz einfach. Und Hänsel wird schnell eine neue Ordnung einführen. Die Schenken sind nur für die Menschen. Die Zwerge ersticken im Bergwerk. Die Elfen verschwinden, sie werden im Wald gejagt. Die Herren erschlagen die Bauern, die sich nicht tief genug verneigen. Ist das Land, das ihr euren Kindern hinterlassen wollt? Nein! Niemals! Ihr zittert vor Angst, nur weil Hänsel kommt? Wer ist er denn? Ein Gott? Nein. Er hat Arme, Beine und Blut, genauso rot wie unseres. Und wenn er sich tatsächlich herwagt, werden wir gerne etwas von seinem Blut vergießen. Ja! Erledigt Hänsel! Lang lebe Saskia! Viele von uns werden kein Morgenrot mehr sehen. Frauen werden vergebens warten, Freunde ohne uns zechen. Aber wir werden sie in Ehren halten und uns um ihre Gräber kümmern. In Edirns Erde. Die, die überleben, werden mit stolzer Brust leben können. Nur so hat das Leben einen Sinn. Jetzt zu den Waffen auf die Mauern zeigen wir Hänsel den wahren Krieg. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die kann... Ja, gleich. Also, was haben wir? Zwei Punkte hier. Und ein Punkt hier. Dann sind wir hier auch voll ausgerüstet. Hier auch. Dann kommt den hier. Diese Belagerung wird Hänsel teuer zu stehen kommen. Okay. Können die von hier kommen? Und Feuer! Ich
Oh, hallo, Winnipeg. Endlich gesellst du dir zu uns. Feuer! Nieder, ihr Schweine! Terroristen, Mörder, Räuber oder aber edle Krieger, die um ihre Freiheit kämpfen gegen einen übermächtigen Feind. Kommt auf den Standpunkt an. Ich habe Jorvet vertraut und ihm geholfen. Ich schloss mich Saskia an und damit der Rebellion neuer Werte und Ideale. Man wird sehen, ob es richtig war. Ja, das werden wir sehen. Eines ist sicher. Elfen sind die besten Bogenschützen, die die Welt je gesehen hat. Jorvet, gerade zur rechten Zeit. Ich muss sagen, das Eichhorn hat ein gutes Gespür. Dann ist noch nichts verloren. Wir müssen Henselt den Fluchtweg abschneiden. Wie meinst du das? Henselt gefällt es hier wunderbar. Nicht mehr lange. Geh zu Jorvet und schließ das Haupttor. Japen sagt, es sei durch Detmolds Zauber beschädigt. Was weiß denn Japen über Tore? Halt mir den Hintern frei, ich gehe es schließen. Das Geschick dieser Schlacht hängt davon ab, Zwerg. Das Tor, das Sultan Shiva nicht schließen kann, muss noch erfunden werden. Okay, los geht's. Sultan? Ach so, Trolle draußen. Unterklettern. Gut, gut. Die Leiter hineinziehen! Jawohl! Sehr gut, und jetzt machen wir irgendetwas. Jorvet! Hallo! Jorvet, wir müssen zum Haupttor, sofort. Gib's zu, du hast gedacht, ich käme nicht zurück, Windblade. Du bist verteufelt gut. Wir müssen verhindern, dass Henselt fliehen kann. Und ihn anschließend zwingen, es zu versuchen. Dann nicht gezaudert. Zum Tor! Los, 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 los! Rein zufälligerweise kenne ich den Weg. Hallo. Hier, bitteschön. Verbrennt ihr. Oder hier. Ja, geschafft. Geschafft! Sie sind abgeschnitten und angreifbar wie Enten. Vielleicht ergeben sie sich. Eure Befehle. Wir ergeben uns. Wow. Die Schlacht ist vorbei, König. Du hast gesiegt. Du diktierst die Bedingungen. Du kennst meine Forderungen. Du verzichtest auf Eden und unterzeichnest eine bedingungslose Kapitulation. Du verpflichtest dich, deine Armee niemals mehr den Ponta überschreiten zu lassen. Ist das alles?
Du zahlst Reparationen und erkennst Oberäddern als souveränen Staat mit Saskia von Vergen an der Spitze an. Was erwartet mich und meine Leute? Die Freiheit. Das ist nicht wenig. Sieh nur, wie viele meiner Leute bei ihrer Verteidigung gefallen sind. Wie viel willst du? Wir setzen uns in Lokmuin zusammen, um die Höhe der Reparationen festzusetzen. Mit achtbaren Zeugen. Da ist noch etwas. Saskia hat es noch nicht erwähnt. Ich höre. Seit die Welt besteht, gab es Kriege. Und es wird sie immer geben. Die einen siegen, die anderen verlieren. Doch sie müssen im Geiste ritterlicher Prinzipien und Gesetze geführt werden. Worauf willst du hinaus, Zauberin? Kriegsverbrecher müssen bestraft werden. Detmold zum Beispiel. Ich brauche aber einen Berater. Kriegsverbrecher werden bestraft. Du bekommst einen neuen Berater. Und zwar Sheila de Tankerville. Diese Hexe spinnt wohl! Das ist eine unverhandelbare Bedingung. Detmold wird für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen. Sei es drum. Exekutiert ihn. Lasst sie mich nicht zerren wie einen Hund. Seht, wie ein echter Zauberer stirbt, dumme Huren. Okay. Leiste den Eid und du hast freien Abzug. Mit wem verhandle ich hier eigentlich? Philippa Eilhardt und ich sprechen mit einer Stimme. Sieh dich bloß mit Zauberinnen vor. Sie vergessen allzu oft ihren Platz. Philippa ist meine Beraterin. Ich warte, König. Ich, König Henselt, Herrscher von Kaedwyn, gelobe vor Zeugen, dass ich Eddirns Grenzen respektieren werde und den Staat im Pontartal unter der Führung Saskias von Vergen anerkenne. Ich gelobe, die Reparationen zu entrichten, deren Höhe in Lokmuin festgelegt wird. Du bist frei. Zeigt dem König den Weg. Zeit zu gehen, Saskia. Ja. Da stimmt doch was nicht. Womit? Mit Saskia. Ich kenne sie gut. Sie ist nicht sie selbst. Ihre Augen. Wie unter Fistech. Das rührt sie nicht an, kann ich dir versichern. Gehen wir den beiden nach. Ja, irgendetwas stimmte gerade nicht. Das hat man sehr gut gemerkt. Zuerst einmal hier 3 Punkte investieren. 2 Punkte meine ich. Wirkung von Tränken. Chance auf sofortige Tötung bei einer Vergiftung. Was sagt denn Schaden bei einer Vergiftung? Effekte von Mutagen. Wirkung von Ölen. Was ist das? Bombenschaden und Pfannschaden. Chance bei Erzeugung. Wirkungsdauer von Tränken. Ja, von mir aus. Ich bin nicht so der Tranktyp, aber gut, von mir aus. Oh ja, wir haben... Schaltet Messerwerfer frei. Ich glaube, vielleicht sollten wir die Punkte dann hier eingeben und da sind wir dann. Sie sind weg. Teleportation. Durchsuchen wir Eilhards Quartier. Vielleicht hat sie in der Eile nicht alles mitgenommen. Vielleicht. Die Belagerung Vergens. Sehr gut. Tag, verehrtester. Ich grüße dich. Netter Pferdeschwanz. Danke. Aber ich habe keinen Pferdeschwanz, außer er meint etwas anderes, aber woher soll er denn das wissen? Schauen wir uns mal um. Dann komm rein. Also, ich sehe schon mal Magie. Und ich sehe hier auf der Karte, dass irgendetwas nicht stimmt. Nur Weiberschnickschnack. Hier stimmt was nicht, Jorbert. Könnte dieses Lager doch reden.
Oh. Jorvet, hierher. Ich habe etwas gefunden. Er kommt nicht. Gut. Was ist das? Ein Foliant mit Trankrezepten. Zum Lesen haben wir jetzt keine Zeit. Solche Bücher hüten Zauberinnen eigentlich wie ihre Augäpfel. Dies ist offenbar nicht. Immerhin hat sie es zurückgelassen. Sie war in Eile. Kann dieses Buch etwas mit Saskia zu tun haben? Es ist sehr kostbar. Es kann etwas mit dem Drachen zu tun haben. Es ist sehr kostbar. Selbst wenn nicht, es ist sehr kostbar. Und vermutlich voller Rezepte, mit denen Eilhard ihre Gegner ausschaltet. Du hast recht. Hier ist das Rezept für Taumador. Eilhard hat uns die Zutaten von Weheleid schon mitgeteilt. Dies muss nichts heißen. Neben Giften steht üblicherweise die Zusammensetzung der Gegengifte. Kenne ich auswendig. Königsblut, Immortelle, Drachentraum, Rose der Erinnerung. In diesem Buch steht nichts von der Rose der Erinnerung. Ich weiß noch genau, wie sie sagte, dass die Rose der Erinnerung zusammen mit der Immortelle den Verstand heilt. Und wenn sie gelogen hat, vielleicht heilt sie nicht den Verstand, sondern beeinflusst ihn. Philippa hat ihr die Blume durch einen Kuss übergeben. Das Symbol für Liebe und Verderben. Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, Philippa hat die Rose hinzugefügt, um Saskias Verstand zu unterwerfen. Diese Schlange bringe ich um. Philippa verfügt über Magie und einen Drachen, der ihr gehorcht. Bei den Beratungen dürfte sie einiges zu melden haben. Was will sie erreichen? Das werden wir nur in Lokmuin erfahren. Gehen wir, Gwynplaine. Noch nicht ganz. Da ist eine Illusion. Da, eindeutig Illusion. Geralt. Ist das die Illusion nicht? Aber gut. Die meisten Gifte wirken schädlich auf den Körper, doch eine kleine Untergruppe beeinflusst den Verstand und zerstört den freien Willen. Bei regelmäßiger Verabreichung machen diese Substanzen den Organismus anfällig für Beeinflussungen durch nahe Personen. Also wäre ein eigener Wille nicht mehr vorhanden. Doch sind diese Tränke recht schwierig zu brauen, da sie seltene Zutaten erfordern. Außerdem muss der Hersteller Kraft in Mengen bereitstellen, die für gewöhnliche Dorfhexen nicht verfügbar sind. Gifte wie der andere Art verursachen Impotenz. Sie werden hauptsächlich von Hofintriganten eingesetzt, die das Schicksal von Dynastien und Adelsgeschlechter kontrollieren wollen. Solche Gifte sind sparsam zu dosieren. Im Übermaßen verabreichen bringen sie auch Schlachtrösser zu Fall. Die heimtückischsten Gifte sind solche mit verzögerter einsetzender Wirkung. Sie können Jahre nach Einnahme töten und bis dahin die Gesundheit des Opfers ohne erkennbaren medizinischen Grund progressiv erodieren. Okay. Also bitte, Geralt, da, das sieht man doch. Eine Illusion. Und hier sieht man, dass dahinter irgendetwas ist. Man sieht auch einen Gang. Es ist eindeutig. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das hier. Falle aufheben. Da, Geralt. Okay, jetzt erstmal speichern und dann vielleicht. Mm-hmm.
Fall entschärfen. Und jetzt Fall aufheben. Gut, verdammte Scheiße. Irgendwie muss man da rauskommen können. Okay, die Kajüte hier kann man ja sehen. Ist auf der Karte einmarkiert. Durchsuchen. Das ist auch zum ersten Mal. Verdammt. Aber wir haben ja gespeichert. Geralt, Saskia ist verschwunden. Die Menschen werden unruhig. Die Zwerge auch. Saskia ist zu den Verhandlungen aufgebrochen. Wir wollen sie ja nicht... Saskia ist zu den Verhandlungen über die Wiedereinsetzung von Rat und Kammer gereist. Sie will, dass die Könige Vergens Unabhängigkeit anerkennen. Nerven hat sie ja, die Gute. Aber ohne sie geht hier doch alles den Bach runter. Wir haben Henselt vermöbelt, prima. Aber jemand muss den Laden zusammenhalten. Sonst war alles für die Katz. Ich reise Saskia mit Jorvet nach. Es sieht aus, als ob wir auch Foltests Mörder in Lokmuin finden. Einige meinen immer noch, du wärst es gewesen. Damit räume ich jetzt auf. Ich habe keine Wahl. Ihr schon. In Lokmuin ist die Elite des Nordens versammelt. Pflichttermin für einen Künstler wie mich. Deine einzige Kunst ist deine Wichtigtuerei. Ihr werdet hier gebraucht. Solange Saskia nicht da ist, müsst ihr die Menge bei der Stange halten. Der Sieg über Henselt war wichtig, aber nur ein Schritt auf einem langen Weg. Meine Hymne hat echte Chancen. Lieder braucht Vergen besonders dringend. Hoffentlich war das nicht unsere letzte Begegnung, Geralt von Riva. Nein. Bestimmt nicht. Zu viele ungeklärte Angelegenheiten. Stimmt. Gehen wir, Gwynblade. Sheila de Tankerville, ich hatte doch gleich geahnt, dass ihr kaltes Antlitz eine Ungeheuerlichkeit verbarg. Ohne Rat und Kammer waren die Magier zwar ohne Führung, aber gleich ein Königsmord? Was? Warum? Und wozu? Offenbar waren die Antworten in Lokmuin zu finden, jener uralten Stadt in den Bergen, Relikt der prähistorischen Zivilisation der Vrans, die vor langer Zeit lebten. Weshalb, Meister Rittersporn, gingst du nicht mit nach Lokmuin? So höre ich Fragen. Zu Recht, zu Recht. Vergen war frei. Doch was ist das ohne ein Bewusstsein für Freiheit? Sie ist flüchtig, wenn es dem Land an wegweisenden Persönlichkeiten mangelt. Ich blieb im Pontatal zurück, denn diese Rolle hatte mir das Schicksal zugewiesen. Die eines Wächters über die frisch gewonnene Freiheit. Und vielleicht wird aus mir noch ein Nationaldichter. Ob meiner tief empfundenen Verantwortung für den Norden, sandte ich meinen treuen Freund Geralt von Riva nach Lokmuin. Ja, klar. Erwähnte ich, dass Geralt Politik verabscheut? Dies war die Gelegenheit, seiner Abscheu angemessenen Ausdruck zu verleihen. Evan Gesein? Asire Far-Anahit. Me vultocht en gehetwein. Me vetruf het en bellengrek. Fisse dein ebzesret. Net en färbtine het en kressa. Weißt du, was das ist? Ich weiß. Wer das ist? Triss Merigold, bis vor kurzem Volltests Ratgeberin. Artefaktenkompression. Ein komplizierter Bann. Lebt sie noch? Unterbrochene Körperfunktionen lassen sich wiederherstellen. Aber es ist schwierig. Du bist mit dem Portal zwischen Lokmuin und Nilfgaard fertig geworden. Diese Figur schaffst du auch.
Geht zur Seite. Wir wissen nicht, ob Ihr Körper die Dekompression aushält. Keine Pentagramme? Kerzen? Blutvergießen? Ihr wisst nicht viel über Magie, Gesandter. Obwohl die meisten Zauberer tatsächlich Pentagramme und Kerzen verwenden würden. Aber ich bin Spezialistin für Artefaktenkompression. Sie muss leben, Asire. Sorgt dafür, dass Ihr Körper die Dekompression übersteht. Soweit ich das kann. Desorientiert wird sie anfangs auf alle Fälle sein. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Triss! Wisse Radoch Tradin. Wisse Espet Eb Wovret. Dartort Eb Nordling Darien. Mehen erwähnens Abtoren. Me pöft in Albert dich. Ach du Scheiße. Merigold. Dein Name ist Triss Merigold. Erstens einmal, ach du Scheiße. Ich kenne dieses Tal. Der Pfad führt zu den Stadttoren. Es ist nicht mehr weit. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.